Siegmesser und Superboost ist die Nachrichtenlage ein wenig dünn, aber wir haben bestimmt genug zu talken. Eine Stunde lang. Los geht's. Music Talk wird präsentiert von KS Digital. KS Digital baut seit über 20 Jahren Referenzmonitore made in Germany. Und so ist die C-Line in vielen Studios die kompakte Abhörreferenz. Herzlich willkommen zu Music Talk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen Podcast. Mein Name ist Non Eric und mein Kanal nennt sich Music Talk. Also wir talken jede Woche eine Stunde lang über das Thema Music Production, Audio Recording, Musik machen generell. Und eingeladen habe ich mir diese Woche den Thomas Wendt. Hallo Thomas. Hallo Non Eric. Du machst Kommunikation für die Musikbranche. Was bedeutet im Prinzip so, ist das so was wie eine PR-Agentur oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, ja, ja. PR, Marketing, Kommunikation, Social Media. Da bist du ja schwerstens aktiv, sieht man hier auf deiner Seite. Du hast viele interessante Kunden und gleich werden wir ja auch noch ein schönes Video sehen, wo du als Musiker, Gitarrist tätig warst, ne? Ja, genau. War mal was anderes. Mal was anderes, genau. Hat tierisch Spaß gemacht, genau. Nichts anderes als Synthesizer macht der Mogulator auf seiner Seite sequencer.de oder nee, sorry, Synmag, ne? Ich weiß immer gar nicht, ja, Mogulator, was ich mehr anteasen soll, die Webseite oder das Magazin? Beides gleich, so gesehen. Beides gleich. Das ist auch tatsächlich, das ist wirklich ein echtes Heft, nur dass man das sieht. Das ist jedenfalls das Neue und so sieht es dann aus und ist gerade im Druck, wenn ich das so halte, dass man nicht irgendwie 1000 Spiegelungen sieht, dann kann man das erkennen. Und das andere heißt sequencer.de und der Mogulator heißt Mogulator.com. Also so sind alle Verbe da. Ja genau, und das ist die Website. Lädt zum Rumscrollen und angucken, was da alles so gibt. Ja, das Eieieiei. Mann, da hängt er wieder im Schacht, der Mogulator. Was heute schlechtes Internetwetter, du bei dir, ne? Wochenende passiert. Das überbrücken wir mal diese kleinen Aussetzer, indem wir mal den Rolf vorstellen. Hallo Rolf, lange nicht gesehen. Ja, hi, Non Erik. Schöne Grüße aus Frankfurt hier. Jo. Und du warst eine längere Zeit hier nicht mehr im Podcast zu sehen bei uns, nicht in der Runde. Das hatte natürlich den Grund, dass du unheimlich viel zu tun hattest und vielleicht auch noch hast. Aber eins deiner größeren Projekte ist ja jetzt mehr oder weniger startklar, ist, glaube ich, schon in der Fertigung und das ist der Quantum. Was gibt's da Neues? Ja, genau. Ich bin damit mehr oder weniger durch, betreue das natürlich noch weiter. Aber er ist jetzt in der Hardware-Fertigung. Die produzieren ganz wild jetzt die Quantome, die dann auch dann ausgeliefert werden, wenn die entsprechend fertig sind. Und da war ich natürlich jetzt ziemlich genau eigentlich 2 Jahre mit voll beschäftigt und tief vergraben und auch Donnerstag mittags um die 12 Uhr Musetalk-Zeit in der Regel irgendwo tief im Gerät drin, dass ich für mich gesagt habe, ich mache da erstmal eine Pause und stecke da alles Mögliche rein. Und es ist natürlich ein Riesenprojekt und das hat natürlich dann auch seinen Sog, muss man einfach sagen. Aber jetzt ist es ja bald soweit, ne? Genau. Also, du bist, glaube ich, mit deiner Arbeit durch, ne? Ja, also ich habe einen wesentlichen Teil der Hardware von der Klangerzeugung entworfen, natürlich auch von der Software. Im Moment sind die Arbeiten, wie gesagt, bei der Hardwareherstellung. Das Ganze hat ja auch ein sehr hochwertiges und sehr anspruchsvolles Design von unserem guten Axel Hartmann. Und das fordert natürlich auch in sein Tribut in der Produktion. Das will man natürlich auch bei dem ja nicht ganz billigen Preis entsprechend so perfekt herstellen, wie es jemand erwartet, der sich so ein Instrument leistet. Es gibt auch eine lange Liste von Vorbestellungen und das muss jetzt alles in der nächsten Zeit entsprechend abgearbeitet werden. Aber ich bin im Wesentlichen durch, betreue jetzt natürlich noch weitere Updates, die es geben wird, und Sounddesigner, gerade jetzt ist einer von BT zu Richard Devine gegangen,
der im Moment noch auf dem MOOC-Fest zugange ist, dort auch spielt und dann ab nächster Woche am Quantum rumschraubt und ganz tolle Sounds machen wird, die er auch ja, für Nave gemacht hat. Und da bin ich schon ganz gespannt, was der aus dem Teil rausholen wird. Da sind wir auch gespannt. Hoffentlich haben wir dann auch mal Gelegenheit, das Teil zu testen. Einer unserer Muso-Talker hatte ja schon Gelegenheit, mal das Gerät auszuprobieren, Sounds an den Start zu bringen. Vielleicht ergibt sich da ja was. Frage ich aber jetzt erstmal hier den Thomas. Hallo Thomas, wann hast du das letzte Mal dein MacBook innen sauber machen lassen, reinigen lassen? Als ich die Festplatte gewechselt habe, wechseln lassen, das war vor etwas mehr als einem Jahr. Da haben die das mal ein bisschen durchgepustet. Und ich habe es aber letztens bei einem anderen MacBook mal gemacht für jemanden. Weil wenn man den Schraubenzieher hat, der mit der Wechselfestplatte kam übrigens, kann man den Spezialschraubenzieher, ne? Und genau, diesen, ich weiß jetzt gar nicht, ich vergesse mal, wie die heißen. Dann kann man das eigentlich, wenn man sehr, sehr sorgfältig ist und vorsichtig ist, da kann man das selber schon auch machen. Weil die, ja, es gibt so zwei Stellen, habe ich gesehen, wo sich der Staub dann so sammelt. Ich hatte auch Gelegenheit, gesagt, ein bisschen her. Da mal reinzuschauen in meinen Laptop. Und danach habe ich dann sofort ein Video gemacht, hat auch eine Menge Kommentare produziert. Hier hat einer eine richtig große Abhandlung noch dazu geschrieben. Also das ist jetzt nicht ein Problem nur, glaube ich, bei den Apple-Laptops. Da soll es aber besonders problematisch sein. Ich hatte ja hier wirklich Hitzeprobleme mit diesem Teil, hatte mir dann ein Lüfterboard gekauft. Und nach der Reinigung habe ich festgestellt, das Lüfterboard brauche ich ja vielleicht gar nicht mehr oder vielleicht auch nur noch in Extremsituationen. Also es ist wirklich Wahnsinn, was das ausmacht. Ich kann deswegen nur empfehlen, regelmäßig mal den Laptop innen reinigen zu lassen. Bei mir wirklich alle Ventilatoren voll zugesetzt, also dass da überhaupt noch irgendwie Luft durchkam. Wahrscheinlich gar nicht. Mick, du warst auf dem Superbooth. Wie war das für dich dieses Jahr? Ja, das war natürlich groß, sehr, sehr groß, zumal ja eine komplette Halle zusätzlich da war, nämlich die beim Schwimmbad, wo einige auch ganz überrascht waren. Denn es gab also geplant waren ja, glaube ich, so 200 und dann waren es plötzlich 50 mehr Aussteller. Und das ist doch sehr überraschend, dass dann doch so viele zusätzlich noch da so last minute mit reinkommen. Also das einfach die Größe. Trotzdem war es entspannt genug. Also das und halt so ein großes Liebesfest irgendwie. So könnte man sagen. So ungefähr kann man das zusammenfassen, was da war. Sehr schöne, also eine Menge Performances und sowas. Diesmal sogar eher noch, irgendwie noch mehr, aber ohne stressiger zu sein. Also ich hatte den Eindruck, es ist nicht mehr so stressig. Vielleicht auch, weil die Leute auch mehr wissen, wo was ist, weil das sind immerhin 3 Oktaven, ich kann sagen, 3 Etagen, also zweites OG unten und in der Mitte dann so mit diesen ganzen Weltraumlabors und so. Das, also alles hat man nicht gefunden, aber ich habe immerhin den Raum gefunden, wo das Star Trek Raumschiff ist. Das war auch schön. Ja, ich hatte mir auch vorher einen Plan gemacht, denn das Jahr davor habe ich mich so oft verlaufen und immer wieder Ende gesucht, dass ich mir vorher wirklich so einen Plan gemacht habe, wo ich langlaufen muss, denn da gibt es so eine Zwischenebene. Hast du daran, dass diese Buchstaben anders war? Entschuldigung, ich habe da irgendwie reingequatscht. Nö, kein Problem. Ich wollte nur noch sagen, weil es halt eben auch so eine Art Zwischenebenen gibt, wenn man eben durch die Haupttreppe nach oben geht, ist man gleich im zweiten Stock. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich da jedenfalls immer schön verlaufen und das habe ich dann dieses Jahr besser gemacht. Wir haben ja, vielleicht sollte man darauf sogar noch hinweisen, dann eine Invasion von Peter bekommen. Ja. Das war dann ganz lustig. Dazu gibt es ein Video, kann man sich angucken. Du meinst das Stammtischvideo, ne? Oder? Ja, natürlich. Genau, den Gatecrasher.
Der Mr. Amazoner war am Start. Rolf, warst du denn da? Nee, ne? Ich glaube, ich habe dich nicht gesehen. Doch, natürlich haben wir uns gesehen. Deswegen sitze ich ja hier, weil wir drüber gesprochen haben, mal wieder Motortalk mitzumachen. Dein Gedächtnis ist mal wieder. Nein, ich meinte auf der Musikmesse. Erik. Sorry. Messe, Musikmesse war. Achso, Musikmesse. Also ich war auch nur ganz kurz noch zur Superboost. Ich war zum zweiten Mal da. Also ich war letztes Jahr auch da und kann das nur von Mick unterstreichen. Ich war dieses Jahr nur kurz da, also zweimal einen halben Tag, aber ist wirklich eine schöne Atmosphäre, eine tolle Veranstaltung. Auch ein schönes Gelände, auch nett an diesem Schwimmbad vorbeizugehen, während andere Herrschaften da ins Schwimmbad gerade gehen. Und das Einzige, was halt irgendwie für jemand, der halt nicht in Berlin ist, ein Anreise ist, schon relativ weit außerhalb von Berlin, würde ich sagen. Also man fährt vom Hauptbahnhof schon ein Weilchen raus. Musikmesse war natürlich entsprechend wenig noch an Synthes oder Keyboards. Korg war da, Waldorf war da und vielleicht noch der eine oder andere, aber die meisten haben sich denn schon in Richtung Superboost fokussiert. Und die Musikmesse wird immer kleiner, aber man muss natürlich auch sehen, dass es neben Synthes und Keyboards noch ein paar andere Dinge gibt in der Branche, die durchaus konstant auf der Musikmesse vertreten sind und auch vertreten sein müssen. Hm. War aber auch nur kurz da. Ich war eigentlich nur einen halben Tag mal auf der Musikmesse, weil so viel gab es da auch nicht mehr zu sehen. Nee, leider nicht. Ne? Es war wenig. Ne? Thomas, du hast dich nicht zur Superboost verirrt. Ne? Nee, ich hatte die Wahl zwischen Andalusien und Köpenick und habe mich dann aus umfeldstechnischen Gründen für Andalusien entschieden, für eine Woche. Ja, macht ja Sinn, oder? Ja, und es gibt ja genügend Menschen, die ich kenne, die da waren und berichten konnten können und das war dann mal okay, eine Veranstaltung auszulassen. Hm. Aber dementsprechend sind natürlich jetzt nach Musikmesse und Superboost so die Neuerscheinungen mehr oder weniger alle durch. Wir hatten ja wieder so ein Bieringer-Fest auf der Superboost. Ich glaube, jetzt es ist jetzt alles durch, ne, was man so nachahmen könnte, oder? Mick, na, es gibt ja was? Die amerikanische Firma, die so ein buntes Gerät gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das hier schon geplant hast, aber das war sogar nach der Superboost. Du meinst die Grandmother? Ja. Genau. Warte mal, ich rufe die mal gerade hier auf. 1, 2 Oszillatoriker. Bunter. Muss runterdrehen hier, sorry. So für Dove, Mick. Was ist denn da jetzt der Unterschied zur Mother? Bis auf die Farbe. Ja, das Ding ist ja ein Keyboard. Sieht also eher wie ein Prodigy aus, so wie ein Synthesizer früher ausgesehen hätte mit Keyboard. Und es sind 2 Oszillatoren. Und dann haben wir eine Halsspirale drin. Ist auch anders. Und der Sequencer und Arpeggiator vom Sub 37 ist da drin. Meiner Meinung nach ein ziemlich gelungener, ne, so ein Step-Sequencer. Und das ist es schon mal. Und es ist quietschbunt und semi-modular. Das heißt, es gibt auch Patch-Buchsen. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre das Ding selber modular durch dieses Bunte. Also weil jede Sektion so eine eigene Farbe hat. Und das würde ich sagen, ist ausreichender Unterschied. USB und MIDI und CV-Anschlüsse gibt es natürlich. Und soll das kosten und zum Moog-Fest kommen. Damit hätten wir dann, glaube ich, die wichtigsten Daten. Waren es nicht so, dass letztes Jahr Moog so einen richtig schönen kleinen Raum hatte? Oder vor 2 Jahren, ne? Ich habe sie, glaube ich, dieses Jahr auf dem Superbus gesehen. Der Superbus waren sie auch da. Da haben die auch hinten links sozusagen diesen großen Raum. Das war eigentlich letztes Mal auch so. Sehr schön mit den üblichen Sachen, mit dem Defam, der vielleicht, weiß nicht, kennen unsere Hörer sicher schon, Leser sehr. Und das ist so ein kleines Drum-Ding. Und da, der bekommt ja auch einen
Nachfolger oder eine Nachfolger ist falsch, eine Schwester, sagen wir mal, das dem Subharmonium-Dings ähnelt oder dass das so ist mit Suboszillatoren, mit die man so stimmen kann nach dem harmonischen Prinzip, also nach der ersten Obertonreihe. Und mit einem kleinen Sequencer drin. Das ist dann halt das kleine Ding. Und dann kommt ja wahrscheinlich noch ein großes Ding, was so hybrid ist und irgendwie polyphon und so. Gehe ich mal von aus, dass das auch noch kommt. Hm. Irgendwann. Okay. Vielleicht nicht zum Moogfest, weiß ich nicht. Also da sind ja alle ganz still, aber es wird schon sehr lange drüber geredet und so. Thomas, blickst du da noch durch? Ich habe da rechte Schwierigkeiten mittlerweile. Bin ja auch ein Synthesizer-Fan und Nerd, aber die Schwemme, die hat mich jetzt hier ein bisschen überrollt. Viele aufgewärmte Konzepte, anders als der Quantum, wo man ja sagen kann, da sind wenigstens viele neue Ideen auch verwirklicht. Aber Thomas, Behringer hat jetzt quasi fast alles, was irgendwie ein Klassiker sein könnte, wiederbelebt. Ich habe den Überblick verloren. Wie ist das für dich? Du bist ja auch nicht so tief drin in diesem Synthesizer-Thema, ne? Nee, bin ich nicht. Und das ist auch okay so, weil man kann ja nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Also ich benutze gerne Synthesizer-Sounds und Keyboard-Sounds, aber ich bin da eher so der, wie soll man sagen, eher Gourmand als Gourmet und so. Und ich habe überhaupt keinen Überblick über diese ganzen einzelnen Gerätschaften und so weiter. Ich glaube, ich benutze auch nur 5 Sounds oder sowas. weil das ist für mich halt irgendwie ein Werkzeug, um Kontrapunkt zu setzen bei meinen Musikgeschichten zu Gitarre und so weiter. Und richtig Sounds machen und Keyboards und so, das können andere besser dann eh. Und die sollen das dann halt auch machen. Und dann würde ich auch jemanden fragen. Ne? Also wenn ich wirklich was hätte, was Synthi-mäßig passieren soll, dann weiß ich nicht, dann würde ich den Modulator fragen oder den Jörg Hüttner oder so, der halt auch sein Modularsystem da hat und mit Sicherheit da irgendwie interessante Sachen machen kann. Aber da habe ich irgendwann mal beschlossen, und zwar schon ziemlich lange, dass ich da irgendwie außen vor bleibe und nur so das Nötigste für mich selber irgendwie einigermaßen durchblicke. Und dann primär virtuell. Ja, genau. Also da gibt's ja total virtuell. Schon seit längerem das Gerücht, dass Apple ab 2020 die Macs nicht mehr mit Intel-CPUs ausstatten wird. Dazu werde ich gleich mal den Rolf befragen, was das eventuell für Konsequenzen für die Musiker haben können. Vorher machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Kurze Unterbrechung ist ein bisschen untertrieben, war fast schon ein ganzer Feature-Film, ne? Okay, Rolf, ich weiß schon, dass so ein aktuelles iPad oder iPhone so schnell sein soll wie ein MacBook, vielleicht nicht wie das MacBook Pro. Hat das überhaupt irgendwelche Auswirkungen auf Cubase und Co., wenn jetzt Apple sagt, nö, Intel-Prozessoren wollen wir nicht mehr unterstützen, wir wollen unsere eigenen ARM-Prozessoren nutzen und das Betriebssystem und alle Programme dementsprechend umstellen. Was ist deine Meinung dazu? Also das Thema gibt es schon länger und wie viele Themen weiß man bei Apple nie so genau, ob sie tatsächlich und wann sie kommen und in welcher Form sie kommen, aber gehen wir mal davon aus, da wird was kommen, dann ist natürlich die Frage, wie geht Apple das an? Und das eine Argument, das kam ja jetzt von so einer eher
aktienfinanzorientierten Seite, die sind natürlich interessiert, irgendwie Apple schmeißt Intel raus und Apple designt ja Chips mittlerweile selber im iOS-Bereich, hat ja auch verschiedene Firmen dazu mal aufgekauft und ist da sehr gut aufgestellt und könnte jetzt auch seine eigenen Chips für Laptops und vielleicht auch für iMacs herstellen lassen dann nach eigenen Designs und ist damit unabhängiger von diesen ewigen Wartezeiten von Intel. Das ist der eine Aspekt. Und wenn man nur den sieht, dann würde man sagen, ja gut, die haben ja schon mal so einen Wechsel vollzogen, die wissen, wie es geht und die könnten das bestimmt noch mal weiter verziehen. Das, was ich mich aber in den letzten Tagen gefragt habe, wenn die das tatsächlich machen, welche Chancen ergäbe sich denn daraus, auch mal einen Laptop von der Hardware weiterzuentwickeln, weil außer, dass er dünner geworden ist, hat sich hier in den letzten 10 Jahren nicht so viel am Konzept geändert, wenn man davon mal absieht, was in der Microsoft-Welt passiert, also dass man einen Bildschirm abnehmen kann und daraus so eine Art iPad-Tablet-artiges Ding machen kann und solche Geschichten. Ich sehe, dass das durchaus interessante Chance wäre, mit einer anderen Hardware-Architektur auch das Konzept des Laptops weiterzuentwickeln. Das wäre eine spannende Geschichte, wenn da Apple gute Ideen entwickelt. Hm. Denn Chips, andere Arten von Chips, ich glaube von Qualcomm, die nötig sind für die Telefonie, die ersetzt ja Apple jetzt auch. Das scheint mir so ein Trend zu sein, dass Apple auf die eigene Technologie setzt und macht total Sinn. Aber was ist denn da der Vorteil von so einem ARM-Chip gegenüber dem Intel? Der hat doch bisher jetzt erstmal nur weniger Stromverbrauch, ne? Ja, das eine, das ist natürlich für einen Laptop hochinteressant, wenn der Stromverbrauch runtergeht. Deswegen konnte ja auch Intels in den mobilen Devices, Intel hat ja auch Versuche gemacht, dort mit eigenen Chips-Design reinzugehen, ist aber nie da groß zum Zuge gekommen, weil die das nicht hinbekommen haben. Das hat halt ARM von Anfang an hinbekommen. Das andere, was man aber sehen muss, ist, dass Apple zwar auf ARM basiert, ARM ist ja auch nur ein theoretischer Standard, den man einkaufen kann, aber dann eigene Designs daraus weiterentwickelt. Wie viel ARM tatsächlich in den Apple-Chips noch drin ist, ist nämlich noch eine ganz andere Frage, weil das, wenn man jetzt in ein iPhone 10 reinschaut mit den entsprechenden 3D- und Image-Erweiterungen und ganzen anderen Kram, dann ist es so, dass der CPU derzeit ja gar nicht mehr unbedingt nur die alleinige Hauptrolle spielt. Der GPU, den ja auch Apple selber entwickelt, spielt eine große Rolle. Spezialerweiterung wie im Bereich Bildverarbeitung, auch im Audiobereich wäre ja sowas denkbar. Das heißt, die Paarung von einem Rechenkern auf der Basis von ARM-Designs mit eigenen, man sagt nicht Chips, weil das alles in einem gemeinsamen Chip-Gehäuse drinsteckt, aber IP nennt man das dort in der SoC-Entwicklung. Das ist eine spannende Geschichte und daraus kann man sehr viel machen. Und so wie das auch im iPhone, iPad-Bereich sich stark weiterentwickelt hat, könnte man sich sowas auch im Laptop vorstellen. Da liegen die Chancen für Apple drin, in dem Hardware-Bereich weiterzukommen, als es derzeit mit Intel möglich ist. Mhm. Es gibt aber noch einen Gedanken, der wichtig ist dabei. Und zwar, dass die großen Rechner, also die schnellen, da ist ARM nicht so weit. Und sag ich mal, Hochleistungsrechner oder Sachen mit, also das, was jetzt zum Beispiel im iMac ist, oder im iMac Pro, Entschuldigung. Stimmt. So, was in den großen oder vielleicht noch kommenden Mac Pros dann sein müsste und was man von Apple ja auch erwartet, wo sie auch die Pro-User ganz schön hängen lassen haben. Mit dem iMac Pro haben sie das ja zumindest gemacht und diese Prozessoren, die würde man mit ARM noch nicht so aufwiegen können. Zurzeit. Und ich glaube, die ARM-Sachen sind für die kleinen und so, weil die da auch das bieten, was man eigentlich sucht, nämlich weniger Strom und vielleicht keinen Lüfter drin haben und sowas. Aber für so die höhere Leistung ab dem quasi 13 Zoll MacBook Pro, da ist quasi Schluss. Da müsste man entweder ganz viele davon einbauen oder sowas. Und dann kommt noch dazu, dass die ARM-Chips jetzt quasi zusätzlich noch reinkommen, wahrscheinlich so um sich vom PC und Hackintosh
abzuheben, dass dann noch so ein T1 oder T2 oder wie die heißen, dazu baut, um irgendwelche systemnahen Security-Sachen vorher noch zu machen. Aber das ist jetzt natürlich nicht erheblich für auf ARM zu wechseln oder nicht. Eher, wo es vielleicht hingehen könnte, was alle angeht. Und weil es bisher war es ja sozusagen ein PC beim Mac. Und das könnte sein, dass man sich da auch vielleicht irgendwas anderes einfallen lassen müsste. Und ich glaube eben, dass die Rechner eben eher die kleineren sind, die die da in Frage kämen, die zuerst umgestellt werden. Mick, doch wahrscheinlich erstmal nur für die kleineren, aber langfristig und mittelfristig gibt es ja gar keinen Grund, warum man nicht das auch schaffen sollte, die Prozessoren so schnell zu machen oder mehrere davon einzubauen, dass man auch so einen fetten Mac Pro damit ersetzen kann. Und jetzt habe ich natürlich ein Problem eventuell, denn ich habe ja hier jetzt gerade endlich einen laufenden Hackintosh am Laufen und dann muss ich jetzt mal den Rolf fragen, ist dann die Nummer mit dem Hackintosh vorbei? Ja, ne? Die Nummer mit dem Hackintosh ist dann natürlich vorbei, weil wenn genauso wenig wie du dir ein eigenes iPhone oder iPad bauen kannst, wo iOS draufläuft, wird das nicht funktionieren. Und wie gesagt, nochmal, das ist natürlich alles Spekulation, wohin die Reise geht, aber der generelle Trend im Bereich Computing geht dahin, meiner Ansicht nach, auch im und gerade im High-End-Bereich, aus den CPU wieder rauszugehen. Die ganzen Entwicklungen, die wir jetzt im Bereich Videoprocessing sehen, das ist alles gerendert im GPU. Der GPU ist da ja eine große Sache. Die ganzen Tensor-Geschichten, die Google jetzt in Artificial Intelligence macht, das sind auch eigene Chips, die ähnlich wie GPUs darauf spezialisiert sind, hochkomplexe, schnelle Rechenoperationen zu machen. Oder im Bitcoin-Bereich, nachdem man von CPUs auf GPUs gegangen ist, in den letzten Jahren ist man dann auf ASICs, also speziellen Chips, die nur hergestellt worden sind, um eine ganz spezielle Aufgabe zu übernehmen, weil das Design von solchen Spezialchips immer einfacher wird als im Vergleich vor 10 oder 20 Jahren. Ist da schon eher meine Hoffnung oder eine Fantasie darin, dass halt auch in diesem Bereich, wie das Apple im iPhone bereits getan hat, auch im Laptop-Bereich ein paar kluge Ideen hat, wie man auch etwas tun muss. Das Problem an der Geschichte ist, dass leider im Vergleich zur Bildverarbeitung, Artificial Intelligence und solchen Geschichten der Audiobereich immer eine untergeordnete Rolle spielt. Aber Apple hat ja auch im iOS-Bereich gezeigt, dass trotzdem Audio immer noch so wichtig ist, dass das gut läuft. Und wir werden sehen, was da Apple denn tatsächlich tut oder andere Firmen natürlich. Aber das klassische Modell CPU plus Speicher plus Festplatte plus ein paar PCI-Karten und so weiter und so fort, das wird nicht das sein, wie man in 10 oder 20 Jahren auch im High-End-Bereich arbeiten wird. Das glaube ich nicht, sondern das wird sich auf diese Spezialchips für Spezialanwendungen denn ausdifferenzieren. Könntest du dazu, weil das ist für Audio jetzt ja wirklich super wichtig und ich glaube, das sollten wir sogar mehr beleuchten, ist die Sachen, die mit Audio zu tun haben, also Plugins ganz speziell, können ja von mehr Kern und so weiter nicht so sehr profitieren. Also auf dem großen iMac Pro zum Beispiel scheint sich im Moment noch kaum ein Audio-Tool sich wirklich zu lohnen. Das heißt also, da müsste ja einiges passieren. Vielleicht läuft das ja dann über die Grafikkarte quasi. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, weil das ist was, wo also man bisher auf einen möglichst hohen Takt achten musste, weil als Audiomenschen hat dann meistens den iMac genommen, weil der halt noch 4,5 oder so hat, Gigahertz natürlich. Das ist auch das Problem. Also das dass man gar nicht so viel Power daraus holen konnte. Kommt ganz drauf an, wie dein Projekt gestaltet ist in der DAW. Und das würde ich so nicht unterschreiben. Weil natürlich, wenn du nur eine Diva-Instanz hast und die läuft nur auf einen Rechenkern und Diva schluckt sowieso schon
ziemlich viel von deinem System, dann ist das schon so. Aber stell dir vor, du hast jetzt ein Projekt mit irgendwie 128 Spuren, da liegen irgendwie 40 Sampler drauf, paar Software-Instrumente, auf jeder Spur gibt es nochmal wieder 5 Inserts. Diese ganzen, die einzelne Spur, also der Kanal, Channel-Strip mit womöglich Software-Instrument, Sampler plus Inserts, die können gehen natürlich gegenüber den anderen Channel-Strips in parallel laufen. So, das heißt, wenn du da ziemlich viel Instanzen laufen lässt auf ziemlich vielen Bussen und Channel-Strips, dann wird das natürlich parallel gerechnet und hat einen enormen Vorteil gegenüber einem Einzelkern. Das kommt also immer darauf an, was du machst. Lass du nur einen großen Software-Synthesizer oder Max MSP-Patch laufen und ist das alles, was du tust? Dann natürlich nicht. Wobei natürlich hier auch die Aufforderung an die Plugin-Entwickler geht, vor allem gerade an die Instrumenten-Plugin-Entwickler, auch dann eine Mehrkernarchitektur zu unterstützen. Und das ist auch, glaube ich, bei den einem oder anderen schon verstanden, dass dahin die Zukunft gehen wird, weil die Single-Core-Performance, die wird sich nicht mehr weiter steigern lassen, jedenfalls nicht so schnell, wie man über Multicore-Performance entsprechend arbeiten kann. Also ein Aufruf an alle Plugin-Entwickler, Instrumentenentwickler: Ihr seid nicht alleine auf dem Computer. Nein, da laufen auch noch andere Prozesse. Nehmt da bitte ein bisschen Rücksicht drauf, ja? Das ist aber halt natürlich auch eine Geschichte, wie verlässlich dann sowas ist, wenn Apple jetzt sowas macht und so wie Rolf gerade erzählt hat, so Standard-Spezial-Chips in den Standardrechnern drin sind, dann können sich die Plugin-Entwickler da auch drauf einlassen, weil es war ja zum Beispiel so, Universal Audio fing ja an mit ihren ersten Karten, diesen PCI-Karten, das waren ja auch Grafikprozessoren, die sie aufgekauft haben, auf denen dann halt die Universal Audio Plugins liefen. Und das passiert ja halt bis heute noch in dem Apollo und in den verschiedenen Apollo-Systemen und so weiter, dass es halt auf DSPs läuft. Und ursprünglich, wie gesagt, waren es halt GPUs. Und die werden ja auf Mac schon von, wie heißen die Kollegen von DaVinci, Black Diamond, Black Magic Design, von der Video Engine auch benutzt, inklusive ihrer Audiogeschichten, die sie da haben. Die haben das Synth-Klavier aufgekauft. Und wenn Fair das halt Standard was. Ist in der Hardware, dann wird das natürlich mit Sicherheit sich für alle Audioentwickler lohnen, das auch entsprechend zu unterstützen. Okay. Das kann Rolf bestimmt bestätigen, oder? Ja, natürlich. Das ist natürlich alles wilde Spekulation meinerseits und ich verfüge da über keine Insider-Informationen, aber wenn Apple klug ist, würden sie entsprechende auch Programmierschnittstellen bereitstellen. Daran hakt es nämlich. Letztendlich ist es das, um nicht zu viel verraten, ich mache das im Quantum selber auf der Hardware, direkt auf dem Multicore-Chip. Man kann das Subsample präziser alles miteinander synchronisieren. Was es fehlt, ist es bei Betriebssystemen wie macOS, iOS oder Windows, Linux, sind entsprechende Programmierschnittstellen, die bereitgestellt werden, den Plugin-Entwickler, damit sie das auch so tun können, wie es tun müssten. Und das ist natürlich eine Arbeit, die denn Apple auch tun muss. Und da kann man auch nicht mehr selber stricken, weil das ist viel zu viel abgetrennt von der eigentlichen Hardware. Aber die Hardware ARM selber gibt das sehr wohl her, weil das ist zum Beispiel auch das, was ich gerade gemacht habe. Okay. Mhm. Kann man denn abschließend sagen, Rolf, dass wir, wenn wir erwarten können, eventuell erwarten können, dass Apple auf ARM umsteigt, diese Nummer mit den Spezialchips, die du beschrieben hast, auch für den Audiobereich vielleicht interessant werden. Wie du gesagt hast, ist die Leistung kaum mehr zu steigern auf der Single-Core-Performance. Man kann dann Multicore machen. Aber kannst du dir vorstellen, dass ein Hersteller wie Apple eventuell mal einen kleinen Zusatzchip nur für Audio entwickelt? Und Apple ist da ja vielleicht prädestiniert, weil sie als der Hersteller gegenüber Windows zum Beispiel doch relativ viel Wert auf Audio legen. Ja, sicherlich. Ist natürlich auch eine Hoffnung, dass sie das tun, was sie im Bildverarbeitungsbereich bereits getan haben.
mit den ganzen Computational Fotografie, diesen Blur-Effekt im Porträtmodus von den neueren iPhones, das läuft nicht auf dem CPU, das läuft auch nicht auf dem GPU, das läuft auf einer speziellen Hardware, die mit verbaut ist, in den Chip direkt rein, und genau, vielleicht im kleineren Rahmen könnte man auch mal für Audio was bereitstellen. Ob und wie Apple das tatsächlich tut, wir werden sehen. Da weiß niemand was, außer Apple selber. Aber ich muss jetzt schon mal langsam über mein Hackintosh und meine Zukunft auf der Mac-Plattform nachdenken. Aber bis 2020 habe ich ja noch Zeit, ne, Rolf? Genau. Also bis dahin sind deine Intel-Chips ja auch veraltet, verstaubt, dass du die auch nicht mehr mit deinen Staubsauger und Gebläse säubern kannst. Okay, gut. Ich glaube, das Thema ist durch. Gleich nach der Werbung wird uns der Thomas Wendt mal kurz erklären, wie er diese geile Mucke aufgenommen hat. Hofer Akustikmodule sind die Problemlöser, wenn es um perfekten Sound in Tonstudios geht. Tontechniker und Produzenten nutzen diese professionelle und preisgünstige Raumoptimierung mit kostenloser 3D-Planung. Bass-Traps, Diffusoren, Absorber und Akustikvorhänge von Hofer, der Nummer 1 in Deutschland. Okay. Ah, ist zu leise, sorry. So, das ist ein Werbeclip der Firma Nektar für das Fußpedal, was wir auch schon mal thematisiert, vorgestellt und hoffentlich auch bald testen können. Du hast dazu für diesen Werbespot die Musik aufgenommen. Mit all den Geräten, die man auch im Video gesehen hat, von Marshall bis Kemper. Also es ist in der Tat so, dass zum Schluss, als es alles produziert wurde, wurde alles im Gaga-Studio aufgebaut und da wurde dann halt nochmal mit großem Besteck das quasi so in Echtzeit gezeigt. Aber entstanden ist das natürlich vorher auf dem Laptop, und das war halt so eine ganz erstaunliche Geschichte, weil das kam so wie aus dem Nichts, weil ist ja eigentlich nicht meine Profession so wirklich, außer dass ich es natürlich noch irgendwie leidenschaftlich gerne mache, das mit dem Musik machen. Aber so die Kombination, ich habe ja mal irgendwie für Nektar gearbeitet und du bist doch Gitarrist, führte dann dazu, dass man kurz gesprochen hatte und ein Riff kurz ins Laptop gespielt wurde mit so einem Eirik-Gitarre direkt rein, Dings zu einem Beat aus der Dose. Und dann war das Tempo irgendwie klar und wie es so werden soll. So ein bisschen kaputt mit der Gitarre, ein bisschen grungig, dann so ein bisschen Dubstep mit drin und dann auf jeden Fall viel zu viele Sounds, die man in einem Track normalerweise nicht benutzen würde, damit man halt diese Schaltmöglichkeiten zeigen kann. So. Naja, und dann ging das halt relativ schnell. Und das ist alles auf dem MacBook mit Logic entstanden. Und ist auch warm geworden? Ich muss sagen, bei Audio wird es gar nicht so warm. Dummerweise wird es ja immer bei Skype warm. Ne? Das pustet ja sofort. Video, genau. Auch bei diesem System hier. Und bei Video wird es halt auch relativ schnell warm. Wenn man 2-3 Spuren Video hat, dann fängt Final Cut, was ich benutze, sofort im Hintergrund an zu rendern. Und dann ist das Gepuste schon ziemlich derbe. Ich habe festgestellt, bei DaVinci ist es halt weniger, weil die halt, ich glaube, mehr oder überhaupt Sachen auf die GPU auslagern. Wenn man aber mit Kopfhörer arbeitet, dann ist das so ein bisschen verschmerzbar mit dem Gepuste von dem Laptop. Das ist lästig, aber auf der anderen Seite, was da alles geht, ist schon abgefahren. Im Gaga-Studio habe ich mir dann auch das große, ich weiß nicht, 48 oder 68 Kanal SSL 4000er Pult angeguckt, was da so steht, und so ein bisschen sinniert mit meinem Laptop unterm Arm, was wir da jetzt eigentlich haben, also heutzutage, ne? Weil, okay, wir sind ja alte Säcke und haben noch irgendwie ganz andere Dinge erlebt,
dass ich stehe mal wieder davor und bin restlos begeistert. Hm, du nicht so. Restlos begeistert. Ja, das ist mittlerweile einfach, ich glaube, das ist für jemanden, der gerade erst anfängt, Musik zu machen, ganz normal, dass man natürlich mit seinem Laptop Musik macht. Womit denn sonst? Was ist denn das? Ein SSL? Hä? Ist das ein Auto? Mercedes SSL oder was? Naja, das ist ja auch nochmal ein Unterschied mit dem SSL. Und mit der SSL-Konsole macht man ja auch keine Musik, sondern da mischt man sie hinterher. Aber das ist halt jetzt alles zusammengewachsen. Ne? Und das, was früher unterschiedliche Leute gemacht haben, ist halt heute auch zusammengewachsen. Ne? Also ich habe dann das Ding, wir haben da gesessen und irgendwie das Tempo irgendwie ausgeklopft, wie es denn sein sollte. Dann habe ich diesen einen Riff eingespielt, bin ich nach Hause gegangen und habe den ganzen Rest drumherum gebaut, gemischt und auch gemastert und so. Und das so 2-3 Mal über Dropbox hin und her geschickt. Das war so ein Prozess, der schnell ging, inklusive was kreieren. Das hat mich einfach wieder total gekickt. Was da geht, wie das geht. Und vor allen Dingen von wo. Ne? Ich war halt dann, ich war ja nicht zur Superbooth, sondern in Spanien. Und dann kam irgendwie, wir bräuchten nochmal eine Version mit irgendwas woanders, irgendwie die Drums weg oder sowas. Ne? Und ich hatte halt den ganzen Wahnsinn mit. Und konnte dann halt auch vom Sofa im Ausland mal eben ein paar Edits machen und das dann nochmal zur Verfügung stellen. Und das, wie gesagt, ich finde das immer noch unfassbar großartig alles. Sei froh, dass du keinen iMac Pro dabei hattest, der wäre schwerer gewesen, ne? Ja, der wäre schwerer gewesen. Und ich habe ja auch noch so ein Moped wie du da, also, ne? Also 2015 ist mein. Ja, meine auch, ja. Hm. Und, wird übrigens noch von Apple weiterhin verkauft, ne? Weil es gibt wohl massive Probleme mit den Keyboards der aktuellen MacBook Pros und auch des MacBooks. Die haben so eine komische Butterfly. Das kann ich bestätigen. Das kannst du bestätigen? Ja, ich das hier, geh mal dran. Dieses Ding, die Tastatur von den 2016ern sind schlimm, weil die irgendwie so festhaken. Das ist ätzend. Das nervt wirklich. Du weißt, was das kostet, wenn die Space-Taste, die ist am meisten gefährdet, habe ich gehört, wenn da ein bisschen Dreck oder Staub reinkommt, dann kannst du die auch gar nicht mehr reparieren, sondern musst komplett das Gehäuse, die Tastatur für 700 Euro wechseln lassen. Schön. Ja, das ist doch mal geil, oder? Aber es soll wohl so sein, dass es da Kulanz gibt bei Apple. Also wenn du in den Apple Store mit so einem Ding reingehst, hast du gute Chancen, dass sie das umsonst für dich fixen. Weil es ist mehr oder weniger schon so etwas wie ein Konstruktionsfehler. Rolf, du hast mir hier den Link in die Shownotes reingepackt. Mac Pro versus iMac Pro for Media Composition. Ich lasse es mal laufen, ne? This kind of Abbey Road project that I've been working on. It's certainly the most number of notes for the most number of instruments I've written in a while. So lots of lovely short notes. There's legatos in there. There's longs, percussion, all of that kind of stuff. So quite system intensive. I'll just give you a quick burst. Geh mal ein bisschen nach hinten. I've already worked into computing a redundancy way beyond any kind of normal scenario, you know, requiring 200 odd reverbs is really beyond the pale. So I think from that, it's really encouraging because the Mac Pro, the cylinder is still available and is considerably cheaper than the iMac. And for me, I do think I've made a really good investment here because clearly I'm not going to outgrow the capability of this computer for a long time. I think that the reason we have this. Rolf, ist denn dieser iMac Pro tatsächlich geeignet für Musik? Ja, es gibt ja diese ganzen technischen Diskussionen und ich hatte ja gefragt, gibt es noch sowas wie einen Tipp der Woche? Ich habe jetzt kein Produkt auf die Schnelle irgendwie gefunden. Da kam mir das Video in den Sinn, das ist schon ein bisschen älter, ich glaube das ist aus März oder April, wo der Filmkomposer, der auch hinter der Firma bei Audio steht, die halt große Sample-Packs gerade im Bereich Filmmusik auch entsprechend orchestrale Geschichten und so
so Sachen verkaufen, erzählt, wie sein Umstieg vom Mac Pro auf den iMac Pro jetzt aus Anwendersicht eines Filmcomposers zu urteilen ist. Und das fand ich mal ganz interessant, weil da geht es halt nicht darum, irgendwie ist jetzt ein Apple gut oder schlecht oder wie ist die Technik und Speck, bla bla bla, sondern der öffnet einfach mal ein dickes Projekt, an dem er von der Art, wie er immer dran arbeitet, probiert das auf dem einen aus, probiert das auf den anderen aus und stellt für ihn aus einer Practitioner-Sicht fest, ob es nun besser ist oder nicht, und kommt zu dem Schluss, dass dass der iMac Pro da doch, soweit ich das verstanden habe, besser ist als die Mac Pro Zylinder und dass das für ihn ein sehr substanziell gutes Gerät ist. Und das finde ich mal eine andere Sicht, als immer nur von der Speckgeschichte her zu urteilen, weil am Ende ist doch gerade das oftmals, man will doch einfach wissen, ob ich wie bisher besser arbeiten kann oder halt nicht. Und das ist manchmal immer nicht ganz klar, bevor man so eine Investition tätigt. Ja, das ist auch eine Geschichte, die mir klar geworden ist, dass ich hier den Macintosh konzipiert habe. Man muss wirklich immer davon ausgehen, welche Software möchte ich laufen lassen auf meinem System. Ne? Was mache ich eigentlich damit? Deswegen sind diese Benchmarks keine wirklich aussagekräftige Hilfe, um sich für ein Gerät oder für Hardware zu entscheiden. Beim Mac ist es ja so, wer mit Final Cut arbeiten möchte und will, braucht, glaube ich, eine AMD-Grafikkarte. Resolve, glaube ich, läuft dann wieder besser mit einer GeForce-Karte. Und so ist das ja wahrscheinlich bei Audio auch. Das heißt, das ist eine Mischkalkulation. Und da kann man eigentlich gar keine Aussage für jemand anders treffen, ne? Außer man hat wirklich dasselbe System. Ja, das ist ja auch so, dass das sehr individuell ist, wie du sagst, was man tatsächlich drauf laufen lassen möchte. Und es ist auch ja längst nicht mehr so, dass so ein CPU einfach irgendwie wie so ein Motor ist, der sich mit einer gewissen Kraft und Umdrehungszahl entweder schneller oder langsamer dreht. Die Teile sind ja sehr hochkomplex, die optimieren in Hardware während der Laufzeit, bauen quasi nochmal das Programm um, so wie sie glauben, dass in der konkreten Anwendungssituation die Software wahrscheinlich schneller laufen wird auf den CPU. Da sind verschiedene Predictive-Geschichten drin. Das heißt, die Geschwindigkeiten, die heute von den CPUs erreicht werden in der Ausführung von Programmcode, das ist nicht einfach irgendeine Achse, die sich, wie gesagt, schneller oder langsamer dreht, sondern das sind hochkomplexe Geschichten. Und diese Optimierungsgeschichten zur Laufzeit hängen natürlich auch stark davon ab, was das für eine Software ist und wie viel I.O. und wie die gebaut ist. Darum kann man tatsächlich nicht mehr sagen, der eine ist jetzt schneller als der andere. Dafür gibt es schon Benchmarks, daran kann man sich orientieren. Aber ob das für meinen konkreten Anwendungsfall tatsächlich funktioniert oder nicht, das kann man halt nicht sagen und das muss man selber ausprobieren oder gucken, ob es in so einem Netz Videos gibt, wo jemand das mal ausprobiert, der ähnliche Dinge macht wie einen selber. Und dann fand ich halt dieses Video ganz interessant, weil mal jemand das so vorgestellt hat. Davon müsste es eigentlich mehr geben, wo verschiedene, gibt es sicherlich auch noch mehr für andere Anwendungsfälle, aber daran sollte man sich eher orientieren als an irgendwelchen eher technisch orientierten Specs, weil da kann man wirklich nie genau sagen, ob das wirklich, außer man hat sehr, sehr viel Ahnung, was tatsächlich in der Software passiert, wie die Hardware mit der Software und die Software mit der Hardware umgeht. Aber das ist in der Regel ja nicht der Fall. Würdest du denn sagen, Rolf, dass Windows und macOS in etwa gleich performant sind? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Cross-Plattform-App wie Studio One oder Cubase auf meinem Hackintosh installieren würde, einmal unter Windows, die gleiche Version unter Macintosh, das gleiche Projekt einlade, ist dann zu erwarten, dass das ähnliche oder fast genau die gleiche Auslastung produziert? Oder kann es aufgrund nur des Betriebssystems oder der verschiedenen Versionen für ein anderes Betriebssystem Unterschiede geben? Auf meinem Macintosh, der ja die gleiche Hardware dann ist. Ne? Ja. Ja gut, und man kann das ja auch auf dem Mac mittels VMware Fusion oder Parallels oder Bootcamp entsprechend ausprobieren. Theoretisch ja, aber es kommt drauf an natürlich, wie die Programmierer das programmiert haben. Und das kann natürlich einen Bias haben, einen unbewussten.
Da sollte man sich sehr genau angucken, auch wie da die Historie der Programme ist und wie da die Erfahrungen sind. Es gibt natürlich Programme, die gibt es jahrelang nur auf einer Plattform, dann kamen die irgendwann mal auf der anderen Plattform auch heraus. Das ist natürlich eine andere Situation, als wenn, sagen wir mal so, die letzte Cubase, Nuendo-Generation so entwickelt worden ist mit dem Wissen, die soll auf allen möglichen Hardware gut laufen, und da muss man auch, tut mir leid, wieder sagen, es kommt darauf an, was da tatsächlich gemacht worden ist. Das ist heute so komplex, dass man es einfach ausprobieren muss. Theoretisch ist es schon so im optimalen Fall, dass natürlich auf den Intel-CPU das genauso schnell unter einem Betriebssystem wie unter dem anderen laufen sollte. Aber ob das faktisch der Fall ist, ist eine ganz andere Frage. Frage ich mal die Zuschauer da draußen, soll ich das vielleicht einfach mal ausprobieren hier bei mir? Ich habe ja schließlich einen Hackintosh, könnte Cubase installieren. Ein Song, vielleicht so ein Benchmark-Song gibt es sicherlich auch im Internet zum Herunterladen. Der wird dann nicht alle Applikationsmöglichkeiten, alle Instrumente, Plugins abdecken können. Da haben wir nämlich schon wieder das Problem, ne, mit der verschiedenen Software. Aber man könnte ja gucken, ob es so eine Art Benchmark-Track im Netz gibt. Und dann kann ich da hier mal ja Cubase auf Windows und auf macOS auf genau der gleichen Hardware installieren, das mal ausprobieren. Mach es, gibt sowieso viel zu Kommentar wenig schreiben. Solche Vergleiche. Mach es, es gibt viel zu wenig solche Vergleiche. Ich bin da sehr, sehr dafür, was Rolf da gerade gesagt hat, auch solche Videos, dass bei neuen Rechnern schon schwierig ist, das überhaupt einzuschätzen. Unbedingt machen. Oder wer sich berufen fühlt, bitte, bitte machen. Ja, genau. Aber dann, bei allem. Aber dann werden wir, ne, Rolf, doch wieder das Problem haben, eventuell, dass da würde ich dann wahrscheinlich nur die Cubase-Plugins nehmen können, weil wenn ich jetzt ein Third-Party, vielleicht eine Diva darauf in diesem Projekt drin habe, die könnte sich dann unter dem Betriebssystem anders verhalten, und dann würde das den Rückschluss nicht mehr zulassen, dass Cubase auf der einen oder anderen Plattform performanter ist. Also müsste ich verpackt bei Steinberg-Plugins bleiben, oder? Ist doch, wenn du alles benutzt, was du normalerweise benutzt, das ist ja das, was Real Life bedeutet, dass du das oder das oder das auch mal benutzt. Okay, dann trifft es aber nur für meinen Fall dann zu, ne? Ja, da müsste man natürlich dann rein theoretisch müsste man unfassbar viele verschiedene Kombinationen testen. Das ist ja, was Rolf meint. Es ist so komplex, nicht nur aus der Computersicht, also aus der Coder-Sicht, der dann noch sagen kann, naja, das und das, diese API habe ich benutzt oder diese Technik oder diese Möglichkeit, sondern auch noch, was für Dinge du überhaupt benutzt. Also, aber das würde ich sogar eher so machen, dass ich einfach einen normalen Song, das ist ja gerade das Wichtige, nicht irgend so einen zum Benchmark gemachten Song, der nicht überhaupt ist, sondern eben einen, den du wirklich so produzieren würdest, so würde ich das machen. Okay. Auch wenn das natürlich eingeschränkt sein mag oder so, aber mit 2, 3, 4, 5 Plugins von irgendwelchen Firmen, die du halt hast, und du kannst ja nicht jetzt irgendwie andere Firmen testen oder so, das erwartet dann aber auch keiner. Aber das wäre eine Hilfe aus dem echten Leben, wenn man das jetzt gerade zum Beispiel zwischen dem iMac und dem iMac Pro 8 finde ich extrem wertvoll, weil da gibt es wirklich gar nichts oder kaum irgendwas. Und vielleicht nicht aus der allerersten Zeit, wenn das gerade kommt, sondern wenn die ersten Entwickler oder möglichst alle sogar schon ihre Updates gemacht haben, weil so fair sollte man vielleicht dann auch sein. Das wird wahrscheinlich Rolf auch sagen können, dass manchmal muss uns nur neu kompilieren und oder benutzt die Schnittstelle schon und sowas. Und wenn ein neuer Rechner rauskommt, dann oder ein neues OS oder sowas da sein, bis das ausgerollt ist und so, bis sie das alle eingebaut haben. Das kann schon sein, dass das ein bisschen dauert, aber nach ein paar Monaten oder einem halben Jahr oder so sollte man das mal ausprobieren können. Aber es ist also ja ein Mac Pro Hinweis, werde ich hier nicht Leute, an den Start bringen, das kann ich jetzt schon versprechen. Also, aber ich gucke mal, ob ich das mit dem Hacky hinkriege. Sag mal, ja, das ist spannend. Thomas, als du den Nektar-Song gemacht hast, ne? Abhöre. Kopfhörer alles nur oder Nahfeldmonitore? Ein Mix. Ziemlich viel Kopfhörer. Und dann
das Wesentliche, aber um das Ding irgendwie dahin zu kriegen, dass alles knallt, wie wir es wollten, das war hier war die Adam A7, die ich wieder ausgepackt habe, die hier stehen, quasi so da, wo ich dich auch gerade drüber höre. Aber als das klar war und dann so Detailsgeschichten, also Detailgeschichten, das fand dann alles über Kopfhörer statt, weil ich dann wusste, dass das mit dem Bass und mit dem Schmatz und so von den Drums, das ist schon mal irgendwie alles in der richtigen Gegend. Da fühle ich mich dann immer noch sicherer, wenn ich das mal kurz checke. Aber dann, wenn man das weiß bei so einem Track, dann ist es mittlerweile so, dass ich mich dann mit dem Kopfhörer auch relativ wohl fühle. Ich will da Mit den Gehassten, ne? Beziehungsweise die habe ich jetzt hier gerade neu entdeckt, wo wir gerade mal beim Thema Kopfhörer sind. Das ist eine amerikanische Firma, die so No-Name-Kopfhörer macht. Das ist relativ unhochwertig. Das ist nämlich alles Plastik hier. Hört man. Aber die haben extrem dicke, weiß nicht, ob man das sieht, Moment, so extrem dicke Polster. Ja, boah, ja. Und die sind auch so, also für links, rechts speziell geformt. Und die haben dadurch einen total hohen Tragekomfort. Und die sind, wie soll ich sagen, meine super fetten Beats finde ich immer noch besser. Aber ich war total überrascht von denen. Die kosten auch nur, ich glaube, 60 Euro oder sowas. Und wurden in den USA von ein paar Profis getestet und als ganz erstaunlich gut befunden, auch von DJs und so. Und die habe ich hier so im Büro als Kopfhörer zum Referenzen. Und zu Hause habe ich dann die richtig guten, die ich gut kenne und auch richtig gut finde, um dann halt damit auch finale Entscheidungen zu treffen. Aber das ist schon nicht so schlecht. Jo, und denn ich hab letztens zu dem Thema nochmal Andrew Scheps gehört, der hat irgendwie gerade gesagt in einem neuen Podcast, einen Raum zu finden, der es wert ist, dass da teure Lautsprecher drin aufgestellt werden. Das ist halt ziemlich schwierig. Und beim Kopfhörer ist der Vorteil, man trägt das Studio. Also man hat es angezogen quasi. Okay. Und das kann man halt überall tragen. Wie eine kurze Hose. Nee, eine lange Hose. Ja, je nachdem, wo man wohnt. Und, ich werde am Montag ein Video veröffentlichen, Thomas, zu den C-Reference von KS Digital. Und da ist mir nämlich auch aufgefallen, wie schön man die, ich habe die dann hier auf meinem Tresen tatsächlich positionieren können. Und wie gesagt, Nahfeldmonitor ist meiner Meinung nach das ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir eben viele eben, wie du, eher so einen suboptimalen Raum haben. Und Andrew Scheps hat es ja wieder mal bestätigt, ne? Selten hat man so einen guten Raum, dass man wirklich eine tolle Abhöre da installieren kann. Deswegen sind meiner Meinung nach Nachfeldmonitore sehr, sehr wichtig. Und diese KSD-Dinger, das sind sogenannte Koaxialstudio-Monitore. Und wie gesagt, am Montag bei mir zu sehen, werde ich die vorstellen. Ja, das ist sowieso, also Koax ist sowieso prima, das mag ich sehr. Ich habe mir auch eine Full-Range-Gitarrenanlage gebaut mit 12er Koax-PA-Speakern, die halt nicht das Problem haben, wenn man nur ein Instrument über die Lautsprecher hört, dass man dann doch Hochton und Woofer-Versatz irgendwie mitkriegt, je nachdem, wie man sich so bewegt. Also das Koax-System, das finde ich irgendwie ziemlich klasse. Jetzt ist meine Kamera auch unscharf. Ja. Aber hier ist es zum Beispiel auch so mit dem Schreibtisch und dieser Wand, da sind halt Regale dahinter. Als ich hier eingezogen bin, habe die Lautsprecher dahingestellt und angemacht und war total von Socken, weil der Sound so gut ist. Und im alten Bürostudio habe ich da relativ viel rumgetrickst. Und hier ist es einfach so, weil der große Raum ist da und hier ist halt so ein schönes Abhörloch, wo hinten keine Reflexionen sind. Und das ist tierisch. Man kann relativ leise hören und hört alle Details. Also du hast schon was Wichtiges angesprochen, Thomas, nämlich die räumliche Ortung ist mit diesen koaxialen Lautsprechern einfach viel, viel deutlicher. Und was du da auch hörst, ist, dass die gerade so Bassdrum, ne, also die Bass- und Bassdrum, die so aus der Mitte kommen, die stehen dann auch richtig schön solide in der Mitte, was ich so von anderen Boxen nicht kenne. Ne? Gut. Ja. Kommen wir zum Tipp der Woche von
unserem Freund Mogulator. Und das ist der Korg-Prolog. Ist das richtig? Nee, das ist der nicht, sondern nur, dass dieses SDK da ist. Ich habe mir das nämlich mal angeguckt auf der Superboost. Und das geht so, dass man so ein Ding hier dort einfach geschenkt bekommen hat. Das ist ein Stück Code, das ist C. Also wer ein bisschen C kann, vielleicht ist es interessant für Rolf, weiß ich nicht. Ich finde das sehr, sehr cool und deswegen erwähne ich das nochmal, dass jetzt kommt dieses SDK raus, also das Entwickler-Kit. Und man lädt das einfach rein und macht was. Und es gibt nicht irgendeinen Shop oder irgendwas dazwischen, sondern man kann das einfach machen und dann halt online stellen, wie man will. Man kann auch 100 Euro nehmen oder sowas, aber man kann machen, was man will. Das lassen die komplett frei. Und man kann das eben auf diesen Dingen entwickeln, muss also nicht unbedingt dieses Gerät haben, also den Prolog. Aber für den kann man das dann machen. So sieht das ist vielleicht nicht schade. Guck mal, Rolf, da kannst du dir viel Arbeit sparen demnächst. So. Ja, jedenfalls eine Sache. Viel Arbeit sparen, das ist ein bisschen gemein irgendwie. Das ganz C kann er ja schon, der Rolf. Na, Arbeit spart man sich dadurch nicht, weil das ist ja schon auf dem Prolog zugeschnitten. Aber ich finde es eine tolle Idee von Korg, das so zu öffnen. Korg hat ja in den letzten Jahren als doch eher, natürlich ist eine große Firma, aber trotzdem sehr interessante, immer wieder nette, nerdige Sachen auch mit eingebaut und angeboten, was man von anderen größeren Firmen vielleicht nicht so kennt oder erwartet. Und das fand ich eine schöne Idee, ja. Warum nicht? Und vielleicht entsteht da ja auch was und dann kann halt der Prolog oder entsprechend gehackt werden und oder erweitert werden. Hacken ist das ja nicht richtig und find das gut. Jo. Gut, wir haben unser Stündchen jetzt schon mehr oder weniger hinter uns gebracht, leider. Thomas, hast du was du ankündigen oder hast du noch einen Tipp für uns? Irgendwas außer dem schönen Video? Was wir ja leider schon verbraten haben. Nee, so aktuell ist alles in einem ganz soliden Zustand, finde ich. Und man kann vielleicht noch Zeit nehmen, um irgendwie besser mit dem, was man hat, umzugehen, um ja noch effektiver und schneller zu werden beim Musikmachen. So. Und das wäre vielleicht so das, was... ein Tipp wäre. Ich vergesse Tipp, das. Mach doch einfach Musik, ist mein Tipp, oder was? Ich vergesse das manchmal echt, weil dann denke ich, da braucht man noch das und man könnte doch und man hätte doch hier und da und so. Und wenn man dann wieder sowas erlebt hat, weil es irgendwie durch eine andere Konstellation zustande kam, wie schnell was gehen kann und wie erbaulich das ist, dann denke ich mir doch immer, was man sich so für einen Quark in den Kopf holt, weil man meint, an irgendeiner Stelle noch was optimieren zu müssen und so. Das fiel mir so gerade so auf. Und, das goldene Plektrum, das bringt's dann. Ne? Das was? Das goldene Plektrum, was du nicht hast, was dir noch zu dem perfekten Gitarrensound fehlt, das goldene Plektrum. Nee, das Thema ist durch. Also Gitarrensound ist kein Thema mehr. Also das ist zum Beispiel was die Riesenentspannung ist, zum Beispiel. Das ist echt kein Thema mehr. Da muss man keinen großen Aufwand mehr treiben. Da ist alles gesagt und das Wissen ist da. Ob jetzt welches Mikrofon wohin stellen und so, bis hin zu digitalen Lösungen und so weiter. Das ist dann einfach nur noch eine Entscheidung. Gut. Happy Nobbing. Mogulator. Ach, guck mal, da wird schon wieder was in die Kamera. Ja, komm, jetzt zeig es auch. Komm. Passt nun dazu. Die Modularsysteme können immer kleiner werden, wie das hier. Das ist ein vollständiges Taschenmodularsystem. Ich kann ja mal so machen, sehr geil, wie man aussieht, was das ist. Das ist ein vollständiges System. Da kann man schön stecken, sind auch einige digitale Sachen dabei. Ganze Stimme ist hier drin im Prinzip in einem von denen. Also da kann man, könnte es sein, dass sich da auch noch was tut. Das ist ein ganz, also die Idee ist ganz neu, aber es ist halt ein vollständiges System, was man so bekommen kann. Ich sollte es vielleicht mal so, vielleicht was kostet das Ding denn? Zeitung halten, so.
dann sieht man dann vielleicht auch, welche Größe das ungefähr hat. So, wenn ich das ein bisschen so auf meine Höhe halte. Ja. Das ist so groß wie eine Hand. Und ich habe keine Monsterhand. Das ist schon relativ klein. Was kostet das? Also nicht, das wäre jetzt dann zum Beispiel ein Bild, um auf das Modular-Meeting jetzt am Wochenende zu kommen. Und wenn man aufs WGT verzichten kann, weil das müsste man dann nämlich auch noch sich kurz vielleicht im Forum melden bei sequencer.de. Unter Termine gibt es ein Ding. Und da kann man dann kurz mal schreiben, wenn man möchte, und dann mal dazu kommen. Wir sind alle lieb. Alles klar. Also halbwegs lieb. Ihr beißt nicht. Warte mal. Wir wollten warte mal, spielen. Warte mal. Was sagtest du? WGT? Ja. Weil ich bin am Sonntag, nee, Montag. Also ich bin da nicht, also von da ist es ganz auf der anderen Seite in Leipzig und wir sind okay. Nicht in Leipzig. Ich sage nur, wer da nicht hinkommen muss oder so, der könnte ja zu uns kommen. Das ist es, weil da gibt es immer ein paar, die ein bisschen traurig sind natürlich, dass sie nicht kommen können, weil sie schöne Roboter haben oder so, die bei uns tanzen könnten. Aber ja, ist dann halt Priorität-Sache. Tut mir leid, ist so. Egal, das ist auch alles, was ich jetzt so sagen kann. Okay. Es steht ja alles online und so. happynobbing.sequencer.de für Info. Wenn man es gar nicht findet, dann, ja, und außerdem ist gerade auf der Webseite, ist es schnell zu finden und dann findet man die ganzen Videos und den ganzen Kram. Muss ich also nichts zu sagen. Gut. Rolf, möchtest du vielleicht noch irgendwas verkünden oder ankündigen? Was sind so deine Pläne nach dem großen Projekt, das du mehr oder weniger abgeschlossen hast? Ist das schon was, was du verraten möchtest? Ich arbeite schon am nächsten. Gerade baue ich heute die erste Prototypenplatine zusammen. Und wenn denn alles bei Hardware, dauert es natürlich immer ein bisschen länger, aber Ziel ist, zur nächsten NAMM-Show da auch was zu haben. Also, aber vorher gibt es wahrscheinlich keine großen Ankündigungen. Aber das wird dann auf deinem eigenen Label erscheinen? Oder ist das eine Auftragsproduktion? Da kann ich nichts zu sagen. Also ich Okay, ich frage auch nicht weiter. Ja, alles klar. Okay. Vertiefen wir jetzt nicht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Ich bedanke mich beim Thomas, dass er dabei war, beim Mogulator und beim Rolf, dass er endlich mal wieder dabei war. Hoffentlich bald nochmal und nochmal wieder. Ist immer sehr interessant, die Sachen auch aus einer Entwicklersicht zu beleuchten. Bis dahin, make more music. Tschüss.